Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Kingdom Come Deliverance. Wir müssen jetzt hier reingehen zur Morgenmesse. Warum so in Eile? Und dann beim Frühstück, wenn alle dort essen, dann hole ich mir das Blut. Und ja, dann habe ich alle Zutaten für die Flucht. Ja, dann habe ich alle Sachen, die wir brauchen für die Flucht. Und dann werde ich nochmal zu Antonius, glaube ich, heißt er, oder? Gehen. Er ist es nicht. Ja. Und dann können wir fliehen. Jetzt warte ich mal bis zum Frühstück. Ah, endlich komme ich raus aus diesem Kloster. Ich sehe wieder Natur. Bäume. Wiesen, Felder. Dörfer. Nicht nur vier Mauern um mich herum. Okay. Diesmal lassen sie sich Zeit. Antonius. Heute werden wir fliehen. Und dann stecke ich dich entweder in den Kerker oder ich lasse dich ziehen. Was werde ich machen? Wir werden sehen. Jetzt gehen schon mal alle. Es ist schon nach 6. Man aktualisiert jetzt endlich meine Mission. Jawohl. Jetzt darf ich auch gehen. Pass besser auf, Bruder. Pass besser auf, Bruder. Natürlich, Bruder. Jetzt warte ich da mal gemütlich. Wir haben ja Essen bis 8 in der Früh. Sprich, ich denke, jetzt werden schon alle da sein. Und dann kann ich. Ja, es essen auch alle. Sehr gut. Da wird mich niemand blöd anmachen, wenn ich da jetzt das Blut nehme. Jawohl. Mein Platz ist noch frei. Ich könnte jetzt auch einfach mit. Wo ist er? Hier ist er. Mit Antonius reden. Was bedrückt dich? Und ich habe alles, was wir Bescheid geben benötigen. Gut. Gleich nach der Abendmesse treffen wir uns im Dormitorium. Wir müssen alles erledigen, bevor die Mönche zu Abend gegessen haben. Wie sieht dein Plan aus? Und warum tun wir es nicht bei Nacht? Wir bereiten ein kleines Rätsel vor, das sie niemals lösen werden. Und weshalb beim Abendessen? Weil sowohl das Dormitorium als auch die Kirche leer sein müssen. In der Nacht werden wir dann fliehen. Bring alles mit und vergiss die Schlüssel nicht. Gut. Sobald die Abendmesse endet, komme ich ins Dormitorium. Okay. Dann wissen wir schon, was wir tun müssen. Ich muss mich direkt nach dem Abendessen... nach der Abendmesse. Das darf man ja nicht falsch lesen. Nicht nach dem Abendessen, nach der Abendmesse muss ich mich mit ihm im Dormitorium treffen. Dormitorium. Ich schätze, das Dormitorium ist der Schlafplatz oben, oder? Dormir? Ist doch irgendwie schlafen auf Französisch, oder? Das ist eine romanische Sprache. Also, nehme ich mal an, dass das eben da oben ist. Mein Schluss, weil wo soll es sonst sein? Da muss ich jetzt auch wieder aufpassen. Ich habe nämlich genau bis 8 gewartet und dann bin ich noch immer im Essensraum rumgestanden. Und dann haben sie mich da schon angeschissen, alle. Okay. Servus. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich warte jetzt einfach. Ach, falsch. Das brechen wir ab, weil. Jetzt hoffen wir, dass der nicht ewig ladet. Nein,
Denn wir wollen eigentlich bis 12 Uhr warten, genau. Das machen wir einfach keine Aufgabe. Sind wir halt einfach mal faule Mönche. Schauen, ob das geht. Ich habe das nie ausprobiert. Vielleicht hätte ich das öfter ausprobieren sollen. Dann hätten wir weniger Zeit verschissen. Aber ich habe ja Alchemie geübt, also dahingehend hat das gebracht. Aber in der Bibliothek hat es natürlich nichts gebracht. Da haben wir auch nichts geübt. So. Schauen wir mal. Jetzt ist gleich die Arbeit. Perfekt. Aktiviert nämlich, weil wenn das nicht aktiviert ist, dann Gott sei mit dir. Kacken mich alle an. Gelobt sei Jesus. Wir verzichten jetzt auch aufs Bücherschreiben. Warten bis 16 Uhr und dann geht's auch schon los. Dann wird geflohen. Endlich. Endlich kann ich wieder raus. Bevor ich wieder Probleme bekomme, lieber ein bisschen zu früh. Genau. Das ist sicher auch super ausgegangen, oder? Da habe ich nichts mehr zu schaffen. Servus. Tschüss. Auf Nimmerwiedersehen, meine lieben Freunde. Meistens brechen die früher zum Abendessen auf. Bruder? Eieiei, was habt ihr jetzt schon wieder? Bruder Cyrillus erwähnte, dass du deine Pergamente nicht im Skriptorium abgegeben hast. Gefällt dir Bücher abschreiben etwa nicht? Drückst du dich vor deinen Verpflichtungen? Oje. Du hast recht, Bruder. Das ist deine erste Verwarnung. Mach das nicht nochmal. Okay, es war also doch gut, dass wir die Aufgaben erfüllt haben. Okay, das ist jetzt nun wirklich das letzte Mal, dass wir diesen Song hören. Ach, ganz kurz müssen wir den schon noch genießen. Halte doch die Klappe. Die Akustik, so geil. Okay. Ja, es ist wie ein Konzert eigentlich. Es ist wirklich wie ein Konzert in einer Kirche. Es hat eigentlich eine saugute Akustik und mit Kopfhörern hört sich das richtig stark an. So. Speise mit den anderen. Nee. Ich werde mich in dem, was soll man, Dormitorium treffen. Mit Antonius. Der Herr sei gepriesen. Für einen Moment dachte ich, du kommst nicht. Gib mir das Blut. Dies ist die Stelle, an der du mich die Empore hinuntergestoßen hast.
Dann müsste ich aber eigentlich. Eigentlich müsste ich. Oder müsste er sich dann hinlegen. Mit seinem Körper. Ist er wer? Nee. Er müsste sich da hinlegen mit seinem Körper, damit man dann so schön Schmierspuren hat. Das haben sie zwar jetzt da mit der Textur gemacht, aber man müsste so richtige Schmierspur vom Blut dann darüber haben. Ja, wird wahrscheinlich da am Seitentor rausholen. Und nicht hier, oder? Und hier hast du meinen leblosen Körper hingezerrt. Denke ich mir. Aber wo sind die Blutspuren, Freund? Ah, frische Luft. Ah, lass mir die Tür offen. Ich hatte keine Zeit, die zuzumachen. Oh, da ist die Baustelle. Das ist eine Truhe. Oh, ich habe keine Dietriche, dammit. Aber ich weiß, wo einer ist. Hier ist einer. Achso, den habe ich ja schon genommen. Dammit. Ganz vergessen. Und jetzt habe ich die Tür auch zugemacht. Egal. Hier geht's raus. Ja, was machen wir jetzt? Was Danke machen für deine wir jetzt? Hilfe. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Oder müssen wir? Nein, das kann ich ihm doch jetzt nicht mehr antun, oder? Jetzt ist er endlich in Freiheit und jetzt soll ich ihn in einem Kerker verrotten lassen oder einem Henker übergeben? Ich weiß nicht. Kann ich das irgendwie nicht machen, weil er ist ja deswegen ins Kloster und hat jetzt viele Probleme, weil er eben die ganzen Sachen nicht umsetzen wollte, wozu sie ihn da reinzwingen wollten. Also er hatte ja seine Entscheidung Richtung... Er hat schon seine Entscheidung getroffen. Er möchte schon ihr ein Guter sein. Und deswegen muss ich ihm jetzt schon die Chance geben, oder? Also sage ich jetzt mal, war mir ein Vergnügen. War mir eine Freude. Ich tat, was nötig war. Und niemand musste sterben. Die große Flucht. Ich frage mich, ob ich mich jemals im Kloster wieder blicken lassen kann. Aus dem Staub machen. Das erstbeste Pferd stehlen und bis zum Morgengrauen durchreiten, bis ich weit, weit weg von hier bin. Ich hatte überlegt. Hier, nimm diesen Würfel und sag diesen miesen Halsabschneidern, ich hätte ihn bei mir gehabt. Sollte sie überzeugen. Besonders, wenn sie von dem Tumult erfahren, sobald die Brüder unser Verschwinden bemerken. Also er muss jetzt wirklich... Er muss jetzt wirklich untertauchen, aber sofort, weil sonst, die haben doch auch überall ihre Speer oder so. Vielen Dank. Danke, dass du mich leben lässt, Bruder Gregor. Ich heiße Heinrich. Also gut, Bruder Heinrich. Möge Gott dich schützen. Ja, ich wünsche ihm ein gutes Leben. Und dass er wirklich am rechten Weg bleibt, bis auf das Pferd stehlen. Nicht zu glauben. Wir sind draußen. Nee, ich möchte jetzt nicht warten. Auf keinen Fall möchte ich warten. Aber ich werde jetzt wohl oder übel ohne Robe herumlaufen. Okay. Wo kommen wir hier hin? Urban. Reden wir mit Urban. Gott sei mit dir. Mhm. Wessen Haus? Das des Kustos, des höchst verehrten Barons Sebastian vom Berg. Okay. Ich danke dir. Kustos. Baron vom Berg, okay.
Also der Kustos, der hat mich nämlich mal ins Gefängnis gesteckt. Ich weiß nicht, ob das in einer Nebenquest war, die ich nicht let's played habe. Ich glaube fast, dass ich das nicht let's geplayed habe. Let's geplayed. Dass ich da kein Let's Play gemacht habe. Ist da noch immer mein Pferdchen? Nee, wo ist denn mein Pferdchen? Ist noch immer ein sehr schönes Pferd. Wo ist denn mein Pferdchen? Ich glaube, ich muss es einfach pfeifen. Oder ich gehe einfach hin zu ihm. Nachdem ich nichts mitgenommen habe, in weiser Voraussicht. Okay, jetzt falle ich nicht vom Pferd und reite durch das zu kleine Tor. Naja, deswegen habe ich ja auch nichts in der Truhe und kann jetzt ganz gemütlich hier in die Herberge, in mein Zimmer gehen und mich ankleiden. Gott sei mit dir, Heinrich. Da muss ich vermutlich Herrn Ratzig Bescheid geben. So, liebe Kiste. Wir nehmen uns jetzt alles, was wir brauchen. Rüstung. Die dunkle Aachener Brigadine nehmen wir nicht mehr. Wir haben jetzt ja eine andere. Aber den gefärbten bayerischen Gambeson. Und die edlen Panzerhandschuhe. Und gepolsterte Bunthaube. Dann nehmen wir uns helle Meile in der Brigadine, die ist nämlich sau cool. Und dann nehmen wir. Was nehmen wir noch? Die lange Kettenhaube. Und ein Magdeburger Kürass. Den verwenden wir noch nicht. Außerdem ist der, glaube ich, gar nicht. Der ist sogar schlechter als die Brigadine. Aber die platten Beinlinge, die finde ich schon sehr geil. Und schwere Kettenhemd. Und die vernieteten Schulterplatten. Aber ich bin jetzt ein bisschen schockiert. Wo sind die Warhouse-Schulterplatten? Sind die immer in dem Inventar von meinem Pferd? Oder möchte ich die. Ja, möchte ich die in die Kiste geben? Das sammeln wir in der Kiste. Also, die geben wir in die Kiste. Verschieben. So. Und jetzt rüsten wir uns wieder aus. Lange Kettenhaube, Magdeburger Beinlinge. Mit den Schulterplatten. Alle? Ach so, komisch. Kettenbeinlinge. Ach so. Okay, lange Kettenhaube. Schweres Kettenhemd. Helle Meile in der Brigadine. Perfekt. Edle Panzerhandschuhe. Na? Sehen wir wieder aus wie ein Ritter. So, Waffen habe ich auch noch keine. Genau. Waffen. Bügerschwert. Na, wir haben jetzt angefangen mit dem. Nicht Seelenschlitzer, sondern mit dem Stachel zu kämpfen. 79. Das ist sogar stärker. Stachel ist sogar stärker als das Schwert des Heiligen Georg. Also mit dem kämpfen wir jetzt. Mit dem Stachel. Schlitzer habe ich gesagt? Nein. Mit dem Stachel. Das ist der Seelenschlitzer, genau. Speerruhe. Ein Langbogen. Das ist der stärkste. Verbesserte Lackpfeile nehmen wir mit und Langstreckenpfeile nehmen wir mit. Dolch brauchen wir auch. Nee. Ach, nehmen wir einen mit. Und eine Fackel brauchen wir auch immer. So. Sollte vielleicht nicht R drücken, sondern I. So.
Schrankschlüssel, ja, vom Kloster noch. Wir rüsten uns noch schnell aus. Wow. Aber irgendwie die Handschuhe, die gefallen mir da doch nicht so gut. Haben wir noch andere dabei? Nüp. Also schauen wir nochmal. Rüstung. Die sind cooler. Und wir sollten ja auch vielleicht noch genau was Schickes zum Anziehen dabei haben. Rote Beinlinge zum Beispiel. Boahs Wappenrock. Sieht sicher geil aus. Nehmen wir auch noch. Also ich möchte jetzt einfach nur kurz probieren, wie das aussieht. Und eine Hose sollten wir auch noch anziehen, genau. Sieht natürlich schon cool aus. Sieht sehr cool aus, aber das Weiße sieht auch sehr geil aus, finde ich. Weiß oder rot? Ach, laufen wir mal mit dem Wappenrock rum. Ich sage immer Waffenrock, aber es ist ja eigentlich das Wappen. Also Wappenrock. So, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe? Begib dich zum vereinbarten Treffpunkt im Sumpf in der Nähe von Sasa. Ah. Okay. Die führen mich vielleicht ins Banditenlager. Und das war ja eigentlich gut, weil ich habe jetzt den Würfel. Das heißt, ich kann sie viel besser davon überzeugen, dass ich ihn tatsächlich erledigt habe, als wenn ich ihn jetzt da nach Ratai gebracht hätte. Ich muss jetzt Sümpfe suchen. Haben die das wenigstens jetzt irgendwo markiert? Die Sümpfe nahe Sasau. Wo könnten hier Sümpfe sein? Wo sieht's denn feucht aus? Das könnten Sümpfe sein. Hier. Sieht mir sehr sumpfig aus. Aber ich schau nochmal. Sind gefallen. X. Ach ja, schau. Ich hätte es aber genau hier vermutet. Aber es ist da oben. Und wir sind aber hier raus. Ich hoffe, sie haben ihn nicht gesehen. Gut, es ist Abend. Aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Schlafen können wir auch später noch. Ein Haus ohne Dach. Wie hot mein Pferdchen. So, das sind Sümpfe eindeutig. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich mit denen ausgemacht habe. Keine Ahnung. Kloster-Episode, die war einfach viel zu lange. Dies scheint der Ort zu sein, von dem sie sprach. Entfache ein Signalfeuer. Okay. Jetzt wird's spannend. Ja, ich sehe sehr cool aus.
Ich muss dann irgendwann mal unbedingt ins Kloster schauen. Ich habe ja noch die Schlüssel. Mich interessieren, was sie dann zu mir sagen oder ob sie mich erkennen oder... Guten Morgen, Sonnenschein. Oh, haben wir dich etwa geweckt? Kurwa. Müsst ihr euch wie Diebe an mich heranschleichen? Wir sind Diebe. Außerdem mussten wir sicherstellen, dass dir niemand folgt. Und du uns keine Falle stellst. Aber genug der Plauderei. Reden wir übers Geschäft. Ich würde dir ja in einen Instant kalt machen können. Etwas Ärger, wie wir hörten. Die Frage ist nur, war es wie vereinbart? Hast du den Kerl für uns erledigt? Mhm. Glaubst du, ich würde sonst hier sitzen? Was weiß ich? Tölpel gibt es zur Genüge. Es ist getan. Hast du Beweise? Mhm. Den hatte er bei sich. Ja, das war seiner. Was hast du mit der Leiche gemacht? Ich ließ sie zurück, ich vergrub sie. Ich habe sie weggeschafft und vergraben. Muss eine Heidenarbeit gewesen sein. Was? Die Aufgabe war nicht leicht. Doch hätte ich die Leiche liegen lassen, wüssten sie, dass ich der Mörder bin. So sind es bloß ein paar Novizen weniger. Oder meinst du, ich hätte sie zurücklassen sollen? Nein, nein. Ich muss nur sicher sein. Nicht mal eine Maus kann sich in dieses verdammte Kloster einschleichen. Also werde ich dir wohl glauben müssen. Und glaubst du mir? Ja. Was jetzt? Was jetzt? Herzlich willkommen. Solche wie dich brauchen wir. Und was müssen solche wie ich tun? Ich bin bloß der Presser und heuere die Leute an. Du kannst nun in unser Lager gehen. Dort erfährst du alles. Wo ist es? Willst du mir weismachen, du hättest unser Lager nicht gesehen? Hast wohl keine Augen im Kopf, was? Also, über Sasau gibt es einen Hügel mit einer verlassenen Feste. Nur ist sie jetzt nicht mehr verlassen. Mhm. Dort ist unser Lager. Geh hin und melde dich bei einem Kerl namens Erek. Sag ihm, Kozlik schickt dich. Und werden sie mich einfach so reinlassen? Guter Punkt. Hätt's fast vergessen. Oje. Zeig den Kerl am Tor Pius Würfel. Das ist unser Erkennungszeichen. Das ist alles? Das ist alles. In Vranik erfährst du alles, was du wissen musst. Und spute dich. Ich habe das Gefühl, es braut sich etwas zusammen. Cool. Das finde ich nur irgendwie lustig, dass ihnen total egal ist, dass ich voll die Prunkrüstung eigentlich anhabe. Ein edles Kettenhemd mit Vergoldung. Edle Handschuhe im Moment noch. Einen schicken Wappenrock. Okay, jetzt kann durchkommen. Ach komm. So falle ich jetzt vom Pferd. Vranik. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Aber ich schaue gleich mal auf die Karte. Ich glaube, ich bin da nämlich mal durchgeritten. Und so, wo ich einfach mal ein bisschen herumgestriffen bin. Und das war natürlich verlassen, wo ich da reingeritten bin. Aber jetzt ist da anscheinend ein Lager. Bin echt unabsichtlich hingeritten. Ich habe mal überhaupt nicht auf die Map geschaut, in welche Richtung ich eigentlich reite. Aber ich bin da nicht weitergeritten, weil ich ja Sasor zum Beispiel gar nicht entdecken wollte. Also. Wo ist das? Wo ist nochmal schnell das? Ach, da unten. Vranik. Was ist da? Stiehl 20 Groschen aus der Börse des Freiers. Das ist noch immer eine Mission. Interessant, ich bin jetzt auf der falschen Seite. Naja, egal.
Jetzt habe ich da herumgelogen. Lügen haben für gewöhnlich kurze Beine. Aber in dem Fall können sie ja nicht nachprüfen, was ich gemacht habe. Ich denke, wir reiten noch nach Vranik, oder? Und dann ist es eh schon wieder Zeit, die Folge zu beenden. Aber wir sind aus dem Kloster gekommen. Wir haben uns mit den Banditen getroffen. Wir wissen, wo das Lager ist. Mein Pferd kann endlich springen. Es sieht sehr rosig aus, unsere Zukunft. Ist es vermutlich oder womöglich hier oben auf dem Berg? Schaue ich in die richtige Richtung? Jawohl. Sieht mir aber sehr steil aus. Ist das ein Weg? Kein Weg? Nein. Ist ja wirklich verdammt steil. Kommen wir überhaupt drauf? Aber mein Pferdchen ist ganz gut dabei. Nur da ist ein Dickicht, da komme ich nicht durch. Ah, nein! Oh, da kann sich nämlich mein Pferdchen ganz schön wehtun. Okay, da ist Rauch. Da sind definitiv Leute. Und das sieht mir nach einer Palisade aus. Das sein. Na, wo geht's hinein? Alles abgeholzt. Wow. Oh. Okay. Wisst ihr, was ich extrem geil finde gerade? Dass hier alles abgeholzt ist. Wo ich nämlich da früher hin bin, da war das total komplett mitten im Wald eigentlich. Und jetzt ist es abgeholzt. Richtig, richtig cool, dass sie das so gemacht haben. Ja, schade, dass das nicht in einem Let's Play war. Aber da bin ich einfach mal nur so querfeld eingeritten und das habe ich zufällig das entdeckt und da war wirklich nur Wald rundherum. Das ist echt sehr cool. Die Banditen haben das sozusagen jetzt befestigt wieder. Stand gesetzt. Ah, es könnte ein paar laufende Quests. Okay. Und dann schauen wir mal noch mal auf die Map. Da ist ja irgendwo B gewesen. Genau, B. Okay. Dann werden wir zuerst noch zu Herrn Ratzig reiten. Aber das, liebe Leute, machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es ist schon eine halbe Stunde vergangen, oder? Ich denke schon. Sonst wird das halt eine recht kurze Folge. Dafür kommt bald die nächste und in der nächsten Folge werden wir erstmal mit Herrn Ratzig sprechen und dann vielleicht noch ein paar Banditen, also die Kumanen jagen, das Kumanenjager erledigen und dann hier nach Vranik uns den Banditen anschließen, was auch immer wir dann, aber vielleicht bekommen wir neue Instruktionen von Herrn Ratzig, also wir werden sehen.
Ich bin der Überzeugung, dass wir das auch vernichten müssen. Naja, wir werden sehen. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Servus.